Wenn wir eine Probe messen wollen, dann müssen wir für die Messkondition selbst drei Sachen einstellen. Das ist erstens mal die Beschleunigungsspannung in Kilovolt, als zweites den Strahlstrom mit Nanoampere bis Mikroampere und als drittes müssen wir dann noch auf die Spot Size achten, die ist meistens natürlich auch im Mikrometerbereich. Die Kilovolt-Einstellung können wir machen an der Mikrosonde von 5 bis 30 kV. Typische Einstellungen sind 15 oder 20 kV. Also die kV geht immer in 5 Kilovolt-Schritten hoch. Was ist jetzt der Grund, weshalb man 15 oder 20 kV benutzt? Was passiert, wenn der Elektronenstrahl auf die Probe trifft? Dann gibt es hier in der Probe diese Anregungsbirne. Und wenn das die Anregungsbirne vielleicht bei 15 kV ist, dann ist das hier die Anregungsbirne bei 20 kV. Also die ist größer. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, man regt einen größeren Bereich an. Ist ja logisch, den gesamten grünen Bereich, also den hier zusätzlich zum nur gelben Bereich. Das heißt, man bekommt mehr Röntgenstrahlung, man bekommt eine höhere Intensität. Aber wenn die Minerale klein sind, angenommen die Minerale sind vielleicht nur so klein, angenommen das hier ist ein Mineral und dann hier daneben kommt das nächste Mineral, dann kann man sehen, dass in diesem Bereich hier die Anregungsbirne in das Nachbarmineral reingeht. Und deshalb wäre es hier sinnvoller, nur 15 kV zu nehmen, denn dann ist man nur in dem blauen Mineral, nur in dem Bereich drin. Also das sind Überlegungen, welche Anregungsspannung man nimmt. Außerdem braucht man natürlich eine Anregungsspannung, bei der auch tatsächlich ein Element angeregt wird. Wenn jetzt zum Beispiel Eisen eine Anregungsspannung von 7,1 Kiloelektronenvolt hat, dann kann man nicht mit 5 kV kommen, denn sonst wird man das hier nicht erreichen. Außerdem braucht man eine gewisse Überspannung von ungefähr einem Faktor 1,8 oder 2. Das heißt, für Eisen bräuchte man, wenn man eine Überspannung mal einfach von 2 annimmt, schon eine Anregungsspannung von ungefähr 14 kV. Das sind die Dinge, die man da beachten sollte. Das zweite ist der Strom. Der Strom wird meist eingestellt in dem Bereich von ca. 20 Nanoampere bis vielleicht sowas wie 150 oder sowas Mikroampere. Also da ist schon eine Größenordnung, mehr als eine Größenordnung dahinter, das ist dann schon ordentlich. Warum nimmt man kleine oder große Ströme? Das heißt einfach nur, wie viele Elektronen kommen an. Also einmal kommen weniger Elektronen an, manchmal mehr. Und das hängt jetzt meistens einfach nur vom Material ab. Denn wenn man hier die Probe hat und dann brennt hier der Elektronenstrahl rein, dann ist es nicht so, dass das die Probe kalt lässt. Im Gegensatz, sie wird warm an der Stelle und es kann auch sein, dass Material einfach abdampft. Bei Natrium ist es leicht der Fall. Bei anderen Elementen kann es auch sein, es kann eine Zerstörung der Oberfläche geben, dann kriegt man nicht mehr die optimale Geometrie und so weiter. Da kann man richtig was wegbrennen mit hohen Strömen. Deshalb nimmt man meistens nicht zu hohe Ströme, sondern oftmals was vielleicht im Bereich von also typische Werte sind vielleicht 20 bis 30 Nanoampere. Also hier oben war typisch 15 bis 20 kV, hier haben wir ungefähr 30 Nanoampere. Und auf was man auch noch achten sollte, ist, wenn man jetzt mal von oben auf die Probe guckt, also das ist jetzt vielleicht mal ein Dünnschlauch, ich mache es mal rund, wir haben auch so runde Mounts, und dann ist hier die Probe drin und das außenrum ist Harz. Und wenn man jetzt vielleicht ein Mapping macht oder sowas von dem Bereich hier, dann brennt man ziemlich viel hier im Harz rum. Und das Harz, das dampft ab wie verrückt und das schlägt sich nieder als Dreck in der Elektronensäule, in der Mikrosonde, was man auch nicht unbedingt will. Und natürlich dampft mehr ab, je höher die Ströme sind. Deshalb, wenn man viel zu Harz hat, dann sollte man nicht so hohe Ströme nehmen. Als letztes dann noch die Spot Size. Also wenn wir unsere Probe haben, vielleicht nochmal so ein Mount und darin die Probe, wie groß soll dann die Spot Size sein? Naja, angenommen, in der Probe gibt es einzelne Minerale hier drin, dann sollte natürlich die Spot Size so klein sein, dass man auch nur das eine Mineral trifft. Und dann muss man noch auf die Anregungsbirne achten. Also wenn man einen Mikrometer nimmt, den schauen wir nochmal von der Seite. Und angenommen, hier oben wäre so eine Probe, die nur ein Mikrometer ist.
und dann hat man einen Strahl, der auch ein Mikrometer ist, dann hat man aber hinten eine Anregungsbirne und dann misst man doch ein bisschen mehr als nur diesen Strahldurchmesser hier. Also darauf muss man bei der Spot Size auch achten. Dann nimmt man zum Beispiel vielleicht eine größere Spot Size für Material, das leicht abdampft, also sowas wie Feldspäte, macht man eine größere Spot Size. Dann nimmt man dann vielleicht eine Spot Size von 5 bis 10 Mikrometer. Ansonsten natürlich sehr kleine Proben hat, kann man auch problemlos runter vom Prinzip her bis 1 Mikrometer. Und das sind auch typische Werte für die Spot Size. Irgendwas zwischen meistens 1 und, sagen wir mal, 10 Mikrometer. In der Regel sind es dann, oder typisch ist vielleicht 1 bis 5 Mikrometer. Also typische Messbedingungen an der Mikrosonde 15 oder 20 Kilovolt Anregungsspannung. Ströme meistens sowas wie rund um die 30 Nanoampere und Spot Size sowas wie vielleicht 2 bis 5 Mikrometer. Aber wie gesagt, das hängt immer von der Probe ab und der genauen Anwendung, die man hat.